Man entkommt also diesem Weltentheater unter keinen Bedingungen. Ausweichen unmöglich. Das ist aber gerade der entscheidende Faktor. Diese Frist für das Werk schaffen. Diese gestundete Zeit nur nach Bachmann oder Cicero, der sagte, wenn man es richtig angeht, sei das Leben lang genug. Vita longa, ars longa, nicht vita brevis. Wenn man sich also unter der Position der Iltisse in der Verschmähung all dieser Werke, die nicht vom Bestand sein werden können, befindet, kann man sich also nur wie ein Theaterkritiker verhalten, der in der Loge sitzt. Das Beispiel Lacans mit dem Puppenspieler, der die Fäden zieht, als der selbstvermeintliche Herr des Todes, der auch nicht ahnt, dass er wiederum von Kilroy beobachtet wird. Also wie der Theaterkritiker, der nicht mitspielen will auf der Bühne und sich nicht zeigen will, so wie die Hysteriker sich präsentiert auf der Bühne, aber sich auch nicht zeigen will, sondern denkt, dass ihre Rolle, ihre Maske, ihre Mime die anderen glauben lässt, das sei sie. Und nur sie wisse, dass sie das nicht sei. Also diese verschiedenen Rollen, diese verschiedenen Abwehrseiten, das Lebensgefährtentum, des Todesgefährtentum, wie der Theaterkritiker, also der auf der Loge sitzt und dessen Werk schaffen dann die Beschreibung der Werke, des Handelns, des Spielens, des Getriebes, der wirklich am heraklitischen Fluss teilnehmenden anderen ist. In ihren barocken Aufführungen, an Ausschmückungen, an Manieren, an Protzereien, an Tropen, an Finden, an Gespinsten, an Intrigen eines Alkibiades würdig. Der Unterschied der Charaktere, der sich da in die Öffentlichkeit begibt und zur Schau stellt, wer sich ins Kämmerlein zieht und das Drehbuch dazu schreibt und wer unproduktiv vor dem leeren Blatt Klopapier sitzt und Anregung von diesem Treiben erst benötigt, um etwas Sekundärliterarisches hinzukritzeln, sagt man so schön. Das ist ein anderes Thema.